Er sieht ziemlich gefährlich aus, wie er spielt. Ich denke mal schon, dass es immer Gefahren mit sich bringt, weil man weiß ja nie, was kommt. Man kann es ja nie eigentlich planen. Deshalb, natürlich hat man das im Kopf, dass man im Handballsport immer von einer auf die andere Sekunde was passieren kann, dass man solchen Unfall auch selbst erlebt. Das ist ja mein Beruf. Also das ist ja genauso, das ist ja mein Job, dahin zu gehen, wo es weh tut. Also ich glaube, wenn man mit der Einstellung reingehen würde, man hat jetzt eine Handbremse angezogen und hält sich da ein bisschen im Hintergrund, dann wird man nicht erfolgreich sein, da wirst du nicht gewinnen können. Also wir lassen die Handbremse los und geben Gas, um da erfolgreich zu sein, um an dem Gegenspieler vorbeizukommen. Ich versuche es immer über die Schnelligkeit, andere versuchen das über das 1-gegen-1-Situation. Das ist auch positionsabhängig natürlich, aber ich meine, es ist immer ein Spieler gegen Gegenspieler und deshalb, da wird man schon auch damit konfrontiert, dass wir immer sehr viel Körperkontakt haben, dass einer von der Seite kommt und dich einfach umreißt. Daran denkt man aber nicht, weil wenn ich mir solche Momente oder solche Situationen in Gedanken vor mir tragen würde, dann würde mich das hemmen. Da hätte ich die Handbremse quasi schon angezogen. Ich bin immer einer, der Vollgas geben möchte, deshalb sind gelöste Handbremsen immer besser. Aber ich glaube schon, dass man gerade in unteren Klassen, sage ich jetzt mal, im Amateursport, gibt es manchmal noch krassere Verletzungen als im Profisport, weil da wird natürlich nicht auf die Qualität geachtet oder da greift man auch mal einen Arm rein von hinten. Deshalb, das ist schon ab und zu mal ein bisschen risikobehafteter. Aber wenn man jetzt auf unseren Leistungssport zugeht, da ist natürlich alles auch viel schneller. Also der Handball hat sich ja auch so dermaßen entwickelt, dass du wirklich aufgrund der Dynamik, aufgrund der Schnelligkeit viel mehr in Bedrängnis kommst als in früheren Jahren. In der Spielsituation, wo ich alleine gegen den Torwart laufe, also sprich einen Gegenstoß im Spiel laufe und ich weiß, der Torwart kommt raus oder sehe den Torwart auf mich zulaufen, da gab es Situationen, wo ich mich schon weggedreht habe oder nicht das Risiko eingehen wollte, weil ich einfach nicht weiß, wo ich dann hinlaufe. Also das ist zwar sehr selten, dass der Torwart aus seinem eigenen 6 Meter rausgeht, aber es kommt manchmal vor, es gibt so Verrückte. Torhüter sind die verrücktesten beim Handball, sagt man. Und deshalb ziehe ich da lieber zurück, weil das ist, da nicht zum Zusammenprall kommt. Ja, also mit dem Risiko wird man immer spielen. Aber ich versuche ja meistens schneller zu sein als der Gegenspieler, dann passiert mir das hoffentlich nicht so oft.